So, jetzt müssen wir mal überlegen, wofür wir das Ganze hier einsetzen, was wir jetzt bekommen haben. Also es muss ja zu irgendetwas nochmal gut sein. Wir brauchen auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall wieder haben will, ist Schriftrolle der Wiederbelebung. Dafür bräuchten wir auf jeden Fall einmal, also das als Katalysator, wobei nein, das nicht als Katalysator. Oder wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man vorher... Vereisungstrank bräuchten wir auch ein paar Mal, glaube ich. Erdrüstungselixier ist auch gut. Focus Trank. Okay, wir holen uns erstmal... Gigantentrunk bringt 3 Leben. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie mal potentes Wasser nutzen. Also das würde 6 Rationen bringen. Das ist schon heftig, aber naja. Zwergenwindkraut auch nicht schlecht. Noch irgendwas, was 2 bringt, du. Jetzt noch irgendwas, was 2 bringt. Was bringt noch 2? Warum bringt nichts mehr 2? Herrgott, oder den Heiltrank nutzen wir jetzt hier und dann noch eine Sache, die... Ach, das reicht schon. Das reicht schon 4. 4-mal Gigant. Gut. Das bringt Trank des Feueratems. Erdrüstungselixier, was können wir da noch machen? Haben wir irgendwas mit 3? Dich zum Beispiel. Oder die illusionäre Ablenkung. Haben wir noch was mit 3? Nochmal die illusionäre Ablenkung. 2-mal Erdrüstungselixier. Wie wär's mit 4-mal Erdrüstungselixier? Gefällt dir gut, ne? Dicker Pelz. Oh! Klar, warum nicht? Okay. Rauchbomben. Sind auch cool. Trank der Regeneration. Ist auch cool. Vereisungstrank. Könnte man nochmal machen. Dafür brauchen wir auch Töd. So, das ist schon mal dunkles Gelage. Was auch gut ist. Aber nee. So, jetzt brauche ich noch einen Kürbis. 4-mal Vereisungstrank. Wie sieht's aus mit... Ja, genau, 4-mal Vereisungstrank. Sieht, glaube ich, gut aus, ne? Könnten wir theoretisch nochmal machen. Ätherdestillat. Kann man damit noch was Cooles machen? Ätherdestillat. Oh, Ätherdestillat. Betäubungselixier. Das ist ein Pestgefäß. Haben wir Pestgefäß nicht sowieso schon mal in letzter Zeit gemacht? Das kann doch nicht so lange her sein, ne? So, wie wär's mit 2-mal Pestgefäß? Ah ne, da ist noch was. Ja, da ist nochmal Pestgefäß in der Mache. So, konzentrierte Mana-Kristalle könnte man auch nochmal probieren. 6-mal, wobei Leben, da haben wir gerade nicht so viele Möglichkeiten. Holy Water. Wie wär's denn mit 4-mal Holy Water? So. Okay, Seltris. Als nächstes gehst du in die Zwergenruinen hier.
Nach diesem harten Kampf. Die letzten Überreste eines zwergischen Gebäudes ragen aus dem Gebirge. Jemand hat die Wände mit zwergischer Schrift geschmiert. Wir haben keinen Zwerg. Toll. Hilferuf eines Bruders. Aus der Ferne könnt ihr das laute Stampfen der Trolle hören. Es ist ein kleines Wunder, dass der Zwerg überhaupt fliehen konnte. Wir sollten sie besser schnell töten. Ja, das machen wir jetzt. Nice. Nachdem ihr die grauhäutigen Riesen besiegt habt, seht ihr euch vorsichtig um. Ein paar Häuser wurden niedergetrampelt, aber der größte Teil des Dorfs ist heil geblieben. Es gibt ein paar Opfer, aber langsam kommen die Zwerge aus ihren Verstecken hervor, um ihre Gefallenen zu bergen. Einer, der sich schwer auf seinen Gehstock stützt, kommt auf euch zu. Ihr seid zu spät gekommen, wir haben gute Leute verloren und einen großen Teil unserer Ressourcen und Vorräte, aber ihr habt geholfen, trotz unserer Differenzen. Danke! Die letzten Worte bringt er sehr leise hervor, als solltet ihr sie gar nicht hören. Er lässt etwas zu Boden fallen und humpelt davon. Wären wir doch nur schneller gewesen. Ich frage mich, ob tatsächlich dann an der Quest etwas anders gewesen wäre. Das könnte nämlich schon sein. Er hat auch schon wieder von diesen blöden Spinnenkönigen 4 Stück. Ich hasse die. Ich hasse die wirklich. So. Mit dir holen wir uns jetzt mal den nächsten Lehrling. So, und dann ist nur noch V-Lira dran. V-Lira, wie wär's denn, wenn du Magors Turm hier zerstörst? Phantomspinnen. Wenn wir das abbrechen, kriegen wir das Mana ja nicht zurück. Aber was wir auf jeden Fall machen könnten, und das sollten wir tun, bevor wir versuchen, da irgendwas zu reißen, ist uns verstärken. Hiermit zum Beispiel. Oh, hier haben wir so ein paar Sachen, die wir verkaufen können. So. Erstmal den auf uns. Dann erschöpfen. Auf den. Und verrosten auf den. Und da fehlt uns jetzt das Mana? Wie kann uns da das Mana fehlen? Wir haben 9. Ich verstehe nix. Why geht es nicht? Haben wir zu viele Zaubersprüche gewirkt? Hm. Naja, vielleicht muss das dann reichen. Es ist immer noch eine ziemlich eindeutige Niederlage. Er holt sich seine kleinen Drecksspinnen. Aber der Vorteil ist, er kommt hier direkt in den Angriff. Beziehungsweise sieht es zumindest so aus, als würde das passieren. So, wir brauchen Nahkampf. Hm? Wir brauchen Servus Segen. Yes. Yes. Elixier der Knechtschaft. Verzweifelt oder aufgerieben. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir sie irgendwie ködern können. Das Problem ist, wir haben Paradehaltung. Holen wir uns Golems. Wir könnten uns einen Eisgolem holen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Der hat ein bisschen wenig Leben. Den können wir aber heilen. Yes.
Aye, Commander. Yes. Tut mir den Gefallen und greift einfach an. Ist es zu verlockend für euch? Ja, die kommen. Sie haben den Wichser schon wieder... Das kann doch nicht sein, dass die jedes Mal mit diesem Einspinnen... Wie beschissen ist das bitte? Das mit dem Einspinnen finde ich einfach dämlich. Das ist eine Kack... Ein Kack-Feature. Zumal das irgendwie jedes Mal passiert, was ich auch nicht begreifen kann. So. Du kannst nichts machen. Ganz toll, übrigens. Wirklich ganz fantastisch. Du kannst auch nichts machen. Wirklich ganz fantastisch. Ganz, ganz fantastisch. Instabiles Gebräu. Das sieht noch gut aus. Der Schaden, den wir zurückkriegen, ist zu hoch. Yes. Yes. Was ist, wenn wir die werfen? 10 bis 14. Heiliges Wasser bringt nur da was. Können wir sonst noch irgendwas Böses werfen? Das Pestgefäß bringt hier nichts. Windkraut bringt hier auch nicht wirklich was. Man könnte noch mehr Elementare reinhauen. Ich kann mich selbst angreifen. Wie wär's denn damit? Wenn die brennen, die haben brennend. Okay, dann sind sie jetzt tot. Yes. 36 Schaden. Meditieren. Na, wir könnten die ziemlich mitnehmen. Wir kommen da irgendwie auch nicht dran vorbei jetzt. Schwächt. Noch weniger Todresistenz. Das haut natürlich auch rein, ne? Aber sie sind dann tot. Wir könnten ihre Willenskraft noch weiter senken. Mit 66 Schaden, yes. Da fängt das Leben an. Was ist, wenn wir das Ding werfen? Ich habe halt Angst, dass ich den Speer verliere. Aber ganz ehrlich, wenn ich ihn verliere, dann verliere ich ihn halt einfach. Ich befürchte, dass wir bei den schweren Kämpfen, die wir jetzt nach und nach haben werden, dass wir da einfach keine Wahl haben. Das wird zwangsläufig passieren. Und das hat mir nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft hätte. Das reicht nämlich nicht. Und die haben halt größerer Lebensentzug. That's the problem. Und dadurch bringt dieser Sturmangriff nichts. Gar nichts. Egal, wen ich angreife. Das bringt nichts. Okay, dann müssen wir das hier anders machen. Das bringt auch nichts. Ich werfe ein Elementar hier hin, um den Weg zu blockieren. Und ich heile ich ein bisschen. Ja, sie zerprügeln jetzt meine... Wo
Fußsoldaten. Ja. Im Grunde machen sie jetzt alles kaputt von mir. Die Fußsoldaten kriegen wir auf jeden Fall nicht zurück, da können wir nichts machen. Zarachs Fluch. Was macht nochmal Zarachs Fluch genau? Schaden gegen Einheit mit Ork und Goblin, okay. Yes. So. Hm? Yes. Wir brauchen auf jeden Fall das instabile Gebräu. Am besten auf dich. Yes. 66 Schaden. Yes. Das heißt, wenn wir irgendwen auf 66 runterkriegen. Das ist echt übel. Sichtmalus hilft mir nicht. Yes. Hier habe ich keinen Maximalschaden gegeben, aber dir, ne? Ja. Yes. Dir nicht. Yes. 42 Schaden, 45 Schaden. Der Gegenschlag killt uns. Ich kann nicht ganz fassen, wie nutzlos der Frostbolem ist. Das macht einen einfach traurig. Warte mal, die haben Erfrierung, ne? Aber die haben kein Brennen. Das ist ein bisschen... 45... 42, okay, also ich könnte den töten. Kann ich auch einfach, ich könnte Bomben schmeißen. Das reicht jetzt, um den zu töten. Gut. Bombe. Wie viel Schaden? Warte mal, 66. Das heißt, wir können ihn genau killen. Kriegen dann aber trotzdem Saufe. Ja gut, weil es drei Angriffe sind, ne? Wir müssen es tun! Oh mein Gott, es reicht nicht. Es reicht nicht, weil die sich das Scheißleben sofort wiederholen. Ich hasse diese Viecher so sehr, ne? Das habe ich natürlich nicht mit beachtet. Oder bedacht. So. Mein Bär! Sofort vernichten. Yes. Hm? Beschwört eine wandelnde Leiche. Das ist sehr, sehr übel. Yes. Kannst du den heilen? Ja. Boah, der Gegenschlag ist einfach... Das ist doch nicht wahr, einfach, wie stark dieser fucking Gegenschlag ist.
Das killt ihn fast, aber das... Noahs Fluch. Den haben wir ja auch noch. Ganz vergessen. Da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, das würde den immerhin töten. Wir brauchen also stärkere Einheiten für Faulierer, beziehungsweise wir brauchen Geld. Aktuell haben wir einfach kein Geld. Das ist das Problem. Da ist der Gegenschlag auch zu heftig. Reichweitenmalus. Machen wir erstmal so. Dann machen wir so. Erfrierungen. So, so. Ganz knapp. Ärgerlich. So, Gor. Der Turm ist auf jeden Fall weg, aber wir haben gute Units verloren. Ach, ist das ärgerlich. Mein schöner Bär. Die schönen Fußsoldaten. Monsterherz. 10 Forschung. Schaden gegen Zauberwirker stellt für diese Einheit für jede verwendete Aktion bis zu einem Fokus wieder her. Ja. Boom. Weg mit dem Ding. Aber wie gesagt, das, was wir da bezahlen mussten, ist vielleicht einfach zu viel auch gewesen. Das können wir canceln. Da kommen seine komischen Phantom... Oh Gott. Da macht sich sein Titan bereit. Ich habe keine Ahnung, wie stark der ist. Wurzel, Blüte. Zwergen, Windkraut. Gor wurde dabei gesichtet, wie er nicht weit von hier mutierte Tiere in der Wildnis entließ. Ihr solltet also vorsichtig sein, wenn ihr durch diese Gegend zieht. Wo auch immer das ist. Okay. Gerüchte enthüllen. Enthüllt alle Orte in einem großen Gebiet um ein Stadthexfeld oder eine Stadt. Auch nicht schlecht. Müdigkeit ist nur ein Zustand des Geistes. Er kann auch einfach davon überzeugt werden, die Schwäche des Körpers zu ignorieren. Oh, dafür brauchen wir genau eine Runde. Neue Forschung, Regeneration, heiliges Wasser hergestellt. Sehr, sehr viel Verschiedenes. Untergast der Weber schickt einen Titan auf euren Turm. Ja. Also jetzt werden sie halt langsam wirklich unerträglich. Hier haben wir einen ziemlich starken Trupp von Gor. Du tust mir ein bisschen leid, Faulierer. Gebetsbuch des Lichtbringers, 22 Gold. 500. 500. Krypta. Turm des Zirkels. Gors Turm ist, glaube ich, hier hinten. Der Greifenhüter. Sind wir ready, Seltris? Es scheint so, wir müssten Seltris und Faulierer vereinen, um Goa niederzuringen. Ihr findet einen Greifenzüchter in der Nähe, vielleicht sogar den letzten, da Greifen immer seltener geworden sind. Ihr hofft, Reittiere für eure Truppen zu kaufen, aber dann seht ihr, dass alle Greifen verletzt oder dem Tode nahe sind. Große Klauenspuren haben rings um den Boden aufgewühlt. Ein Zwerg, der gerade einen kleineren Greif versorgt, sieht auf, als ihr euch nähert. Keine Greifen mehr da, fürchte ich. Der verdammte Lindwurm hat da gründlich für gesorgt. Ein Lindwurm hat eure Greifen angegriffen? Ja, es wäre ein Sturm durch meine Tiere gefahren. Ich hatte nicht mal Zeit, um Hilfe zu rufen. Seine Hände zuckten zu seinem Gesicht, um die Augen zu reiben und seine Tränen zu verbergen. Wenn euch danach wäre, dieses Ding zu töten, könntet ihr mich umstimmen. Ich habe noch einen Greifen übrig. Er gehört euch, wenn ihr den Lindwurm erledigt.
dann haben wir eine Abmachung. Oh ja, ist ja überhaupt nicht weit weg. Zum Glück überhaupt nicht weit weg. Faulierer. I need units so bad. So, warten auf Befehle. Rowan, du. Du Hund. Da kann ich also nicht ohne weiteres hin, ohne das Leben meines Mitarbeiters zu riskieren. Da ist Untergast unterwegs. Oh, da oben ist ein Turm sogar vom Zirkel. So. Okay, Goa wird langsam auch wirklich, wirklich drastisch. Das Ding stimmen wir ein, das gehört dann uns. Der Lindwurm sollte auch machbar sein. Ich überlege halt die ganze Zeit, was wir jetzt machen. Also wir könnten natürlich mehr Hüter produzieren. Und Paladine. Ich glaube, ich brauche demnächst einfach mal einen Teleport. Wobei wir sammeln jetzt erstmal. Wir sammeln jetzt einfach erstmal weiter Mana. Das kann, glaube ich, nicht verkehrt sein. Machen wir jetzt nochmal hier was erstmal? Nee, ne? Kristallgarten. Mein Kristallgarten könnte auch cool sein, wenn wir unseren Einheiten noch mehr Fokus bringen und mehr Mana. Wobei geladene Kristalle sind vielleicht auch nett. Kristallgarten bringt generell ja Mana pro Tag. Ah, wobei, das lassen wir erstmal. Ich will eigentlich mehr von diesen besonderen Gebäuden bauen. Ich glaube, wir werden unseren Turm mal hoch. Ja, wir werden den Turm levitieren lassen. Wir müssen ihn um genau einen Platz versetzen. Das Gebetsbuch des Lichtbringers. Na, das sieht doch mal episch aus. So. Dann haben wir Gigantentrunk. So. Wiederbelebender Nektar mal 2. Schriftrolle der Wiederbelebung. Mal 1. Grenze 4. Ja, wir brauchen sowas einfach. We need it. Was ist, wenn wir davon 2 nehmen? Arkanes Gebräu könnten wir nochmal machen. Tänzertrank. Schriftrolle der Wiederbelebung. Sehr gut. Drei Zwergengranaten. Ist jetzt aber auch nicht so das Wahre einfach, ne? Buch der Hitze. Dicker Pelz. Mehr Knochenstaub. Giftbeschichtung. Das reicht erstmal. Und dann können wir die Runde auch schon wieder beenden. Ja, Goa greift mich von allen Seiten an. Der Titan kommt. Es sieht nicht ganz so rosig aus, muss ich sagen. Dreimal potentes Wasser und Ring des Glücks.
Oh, sogar 10 Gold. Hier können wir noch mal ein bisschen davon finden. Ausdauer. Die Geschwindigkeit der verzauberten Einheit erhöht sich erheblich. Plus 4. Magier müssen immer wieder feststellen, dass die Bevölkerung oft nicht brennt. Okay. Erforschen wir das mal. So, der Turm. Spiel. Geht doch. Ich will ihn halt auch nur um einen versetzen. Alter, was ist mit dem Spiel los? Das hakt in letzter Zeit so blöd. Jetzt hakt er schon wieder, nur weil ich den Turm angeklickt habe. Was ist denn das Problem? So. Jetzt haben wir das nämlich noch dazu. Das ist auch gut. Das dauert noch. Und mit ihm müssen wir eigentlich erstmal das hier zurückerobern. Das müssen wir auch zurückerobern. Können wir mit ihm aber nicht, weil er nicht sich überall bewegen kann. Buch der Hitze. Viele Units mit Fernkampf haben wir nicht. 10% mehr Beute, 20 verleiht fliegend. Aber nur bei ihm, ne? Oder bei allen Units. Nur bei ihm. Das hilft natürlich auch nicht. Dann machen wir hier 20% mehr Beute. Und hier machen wir Elementarresistenz vielleicht, ne? Geben wir ihm das und Totschaden will ich eigentlich nicht. So. Gut. Nächster Angriff. Erdmeister 5. Ein Erdrutsch sollte dieses Biest töten können. Okay. Eine Masse aus Fels und Schnee beenden je das Leben des Lindwurms. Beinahe tut er euch leid. Die Kreatur sieht selbst im Tod noch beeindruckend aus. Zeit für die Auslieferung. Cool. Der Zwerg steht zu seinem Wort. Nachdem ihr bewiesen habt, dass das Monster erschlagen ist, bringt er euch seinen letzten Greifen. Ich konnte ein paar Eier retten. Es wird einige Zeit dauern, aber vielleicht kann ich mit meiner Berufung weitermachen. Also in ein paar Jahren. Die Kleinen müssen erst schlüpfen. Danke, großer Magier. Mögen die Wächter die nächste Generation beschützen. Ja, cool. Na, dann haben wir jetzt immerhin, was ja ganz nett ist, und Greifen bekommen. Der ist da. Nicht schlecht. Aber mit dem Greifen würde ich gerne... in Richtung... Faulierer oder sowas marschieren. Machen wir denn mal als nächstes? Machen wir wieder ein Irrlicht. Elends Kuss. Lässt in der Region, in der euer Turm derzeit wächst, Pflanzen neu wachsen. Dann machen wir erstmal das. Und hier. Toxisches Destillat. Kann auch nicht das Schlechteste sein. Mal 2. Können wir dann theoretisch sogar dann mal 4 machen, ne? Einmal das verfaulte Hirn, mal 4, nice. Himmelseisen bringt das versiegelte Elementar. Da kann man auch mal sagen, hey, wir machen jetzt mal wieder das. Heiliges Wasser bringt die Tinktur des Verstummens. Theoretisch ja eigentlich auch mal. So, jetzt brauche ich einmal Leben und einmal Arkan. Habe ich sowas gar nicht? Doch, da. Ja.
Vereisungstrank. Ja, dreimal bringt einen versiegelten Feuergolem. Oder zwei. Wächtertotem. Liefert in der Schlacht die Wächtertotem platzieren Fertigkeit. Zielt auf rings um eine Position, um alle Verbündeten darin in die Verteidigungshaltung zu bringen. Diese Einheit wendet ihre Kontrollzone auf alle Positionen rings um an. Verminderung von Schaden 20%. Klingt auch krass. Hm. Omnifiole. Hatten wir auch schon. Riesenzahn. Ja, das wird alles nicht ganz so einfach. Das wird alles nicht ganz so einfach. Ich hatte gedacht, es würde einfacher werden, ehrlich gesagt. Aber wir wurden ganz schön klein geprügelt. 29 Mana für mich. Was haben wir hier? Och, der sollte doch eigentlich leicht gehen. Wieso stirbt denn jetzt der scheiß Schamane? Das regt mich so auf. Why? Können wir diesen Trupp nicht eigentlich noch irgendwie verstärken, fällt mir gerade ein. Weil wir haben ja, also hier haben wir alles. So. Hier haben wir auch alles. Was können wir bei euch noch machen? 8 Fokus dazu? Nein. 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 Totschaden. Will ich das? Will ich eigentlich nicht. Wir können literally nichts machen. Na, ich gehe halt erstmal so hier hin. Du könntest noch was... Oh, du kannst uns Mana besorgen. Geheimnisse der Former Allfeuer. Turm des Zirkels. Leider nur Turm des Zirkels und nicht der Turm von Undergast der Weber. Da ist sein Scheißturm. Da sind wir mal gar nicht so weit von entfernt. Allerdings sind wir gerade auch nicht so weit von Gore entfernt. Ich glaube, ich will erst Gore vernichten. Weil der mir aktuell mehr auf den Sack geht. Und Faulira muss ich eigentlich zurückziehen. Wir müssen Faulira zurückziehen. Es nützt nichts. Es nützt nichts. Ich würde es auch gerne anders tun. Aber es nützt nichts. Beenden wir die Runde. Da haben wir auch wieder Geheimnisse der Former hier. Okay. Den Bär verloren zu haben, ist auch wirklich eine Schande, ne? Rückzug. So, das Ding gehört uns. Immerhin. So, Zwergenwindkraut. So, wir haben jede Menge Zeug bekommen. Jede Menge Zeug. Gold.
Oh, was haben wir hier? Auf der Reise durch die Windfallberge stoßt sie auf einen verwitterten, beschrifteten Stein. Die Granitzwerge wurden für ihre Verbrechen gegen die Zwerge und große Grausamkeit gegen alle anderen verbannt. Sie dürfen nie wieder in dieses Reich zurückkehren und ihnen wird Hilfe und Freundlichkeit versagt. Möge Nidhalf ihren barbarischen Seelen keine Gnade erweisen. Das klingt so, als sollten wir diese Granitzwerge meiden. Ja, Granitzwerge kennen wir ja aus Belfast 3. Wahrlich keine tollen Zeitgenossen.